Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das ist jetzt mein letztes Testprojekt von dem ganzen Testprojekt. Meine letzte Woche. Und ich wollte euch die Produkte zeigen, die ich in dieser Woche testen werde. Und danach werde ich euch zeigen, was ich alles aussortiert habe. Ich kann es ja jetzt noch nicht sagen, weil ich es noch nicht weiß. Aber es wird auf jeden Fall nochmal ein Video kommen. Beim letzten Mal habe ich ja ungefähr die Hälfte sogar aussortiert. Und ich habe Gott sei Dank alles weggekriegt. Echt, ich bin so froh. Meine Schwester sucht sich dann immer nochmal was aus. Und ja, und jetzt tausche ich ja. Und auf Kleiderkreisel, ich weiß nicht, darf man ja sowieso keine Produkte mehr anbieten. Und ich muss das euch erzählen. Ich habe das bei eBay reingestellt und da hat mir eine geschrieben, ja, ich möchte das ganze Paket per E-Mail, glaube ich. Nein, ja doch, ich möchte das ganze Paket, kriegst 280 Euro. Ich soll aber zur Post gehen und 140 Euro zuzahlen, also vorstrecken. Ich sag hier, das kann ja irgendwo nicht richtig sein, bin aber trotzdem mal zur Post gegangen, also ihre Postbank, genau, habe das denen erzählt und die haben dann gesagt, macht bloß nicht machen, ich hätte es nicht gemacht, aber ich wollte nur wissen, was das soll, warum ich Geld vorstrecken soll. Das machen viele bei eBay, das ist so eine Masche, indem die dann an das Geld kommen, die erzählen einem dann, ja, du musst aber, das Paket wird bei dir zu Hause abgeholt und das Geld musst du, ja, musst du vorstrecken, das kriegst du dann. Und ich habe dann zu der Dame oder wer auch immer das war, geschrieben, ich glaube dir nicht, ja, mach mal nicht. Und dann schickte sie mir einen Ausweis, hinten und vorne. Und ganz doof ist man ja auch nicht. Ich habe dann den Namen von der Person und die Adresse eingegeben und diese Person hatte einen Laden. Und da habe ich angerufen und hatte von dieser Person, die auf dem Ausweis war, die Mutter am Telefon. Und die erzählte mir wiederum, dass von ihrer Tochter vor einer Woche der Ausweis geklaut worden ist. Ich sag ja, und hier gibt es Personen, die ja mit dem Ausweis jetzt irgendwelche Schindluder treiben. Und es war wohl angeblich schon bei der Polizei. Ich habe dann bei der Polizei, wo sie gewohnt hat, angerufen und das durchgegeben. Wiederum hat mir die Polizei gesagt, die wüssten von nichts. Also wüssten von keinem Diebstahl. Also es war alles ganz komisch. Auf jeden Fall werde ich nie wieder was bei eBay reinstellen, das weiß ich jetzt schon. Und wie gesagt, ich habe jetzt jemanden ganz lieben, liebes Mädchen, die tauscht mit mir und gut ist. Dann mache ich halt Tauschprojekte. Ich muss das nicht unbedingt verkaufen. Die Sonne blendet gerade. Ich muss das nicht unbedingt verkaufen. Ich will damit kein Geld machen. Wenn man tauschen kann, ist auch okay, deswegen, ja, das wollte ich euch erzählen. Das ist schon krass, was manche hier bei eBay treiben. Zum Wesentlichen, ich habe jetzt die letzte Woche, möchte ich testen, von Make-up Obsession London eine Highlighter Bronze Palette, wobei Bronzer, ich habe mir sie schon angeguckt, finde ich ehrlich gesagt nicht, dafür glitzern die mir zu sehr. Ich kann ja mal in den Ton hier reingehen. Oh ja, aber die Farbabgabe ist schon mal, also das ist für mich kein Bronzer. Das ist ja pures Glitzer. Ich gehe mal kurz mit einem Pinsel rein. Ich möchte mal wissen, wie das mit dem Pinsel ist. Ja, sehr staubig. Ja, da geht's. Ist es nicht so, aber sie gefällt mir gerade als Highlighter Palette. Ich gehe noch mal in den hellsten Ton, sieht man kaum. Ja, die möchte ich testen. Ich bin gespannt auf diese Palette. Dann möchte ich einen Blush testen von Essence in dieser Variante. Sieht man was? Wie gesagt, meine Arme sind zu dunkel. Ja, der ist sehr dezent. Man sieht fast gar nichts. Der könnte mir fast. Mal gucken.
Ja, so ganz, ganz dezent sieht man es. Dann eine Revolution Palette. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die so ist. Ich gehe mal in diese Farbe, in diese Farbe, in diese und diese. Die sind sehr festgepresst. Da bin ich mal gespannt, wie das mit dem Pinsel ist. Ich gehe mal mit dem Pinsel rein. Das interessiert mich jetzt. Ich nehme hier von Zoeva, also. Ja, doch. Mal in einen dunklen Ton. Ja, es geht. Ich bin gespannt. Ich werde sie testen und dann mal schauen. Die gefällt mir von den Farben her, gefällt sie mir. Dann einen Liquid Lipstick von Essence. In dieser Variante. Ja, ist ein Liquid Lipstick durchsichtig. Ich gebe mir das ja immer am Anfang erst auf die Hand und dann auf den Mund mit dem Pinsel. Wenn ich sie dann, puh, dann diesen. Ich glaube, das ist mir zu rosa. Mal schauen. Dann von Catrice. Eine Lippenstift in rosa, wobei, okay, der hat so einen Sheen, also ist nicht direkt rosa. Da bin ich gespannt. Also, ich glaube, den Liquid Lipstick, diesen, nein. Dann von L'Oreal einen. Oh ja. Diesen, der sieht schick aus. Ich gebe es nur noch mal auf eine helle Stelle, dass man es besser erkennen kann. Ja, der sieht schick aus. Da bin ich auch gespannt. Ich habe so einen ähnlichen in Rot, der ist genauso gut. Dann einen Eyeliner Pencil von Essence in Waterproof. Ich habe bald keinen Platz mehr. Sieht auch. Bin ich gespannt, ob ich damit einen Eyeliner ziehen kann. Und ein Duo von W7. Einen Liquid Lipstick und einen, ja, Lip Liner. Der Lip Liner, ja. Habe ich auch schon in mehrfacher Ausführung. Das ist dieser hier. Und den Liquid Lipstick. Riecht nach gar nichts. Riecht gar nach gar nichts. Oh. Ja, der ist matt. Da bin ich gespannt. Mal schauen. Ja, das war's auch. Das ist jetzt das letzte, die letzte Kiste. Und dann werde ich wieder mit einem neuen Projekt anfangen, einem größeren. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.